tief in einem Wald in Polen wird ein ehemaliges Atomwaffenlager aus dem Kalten Krieg vermutet. Es gibt keine genauen Informationen über den Standort. Trotz Drohnenaufklärung haben wir keine Hinweise auf den genauen Standort bekommen. Es gibt also nur einen Weg. Wir müssen uns selber auf die Suche machen. Viel Spaß bei dieser neuen Folge Schlachtweltbegehung. Mein Name ist Random Life und jetzt gute Unterhaltung. So, Tag 3 unserer Polenreise. Ich bin heute ein bisschen angespannt, vielleicht auch ein bisschen genervt. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich nicht richtig geschlafen habe. Und dass wir quasi heute schon, keine Ahnung, 20.000 Schritte gemacht haben. Also es ist auf jeden Fall heute ein sehr intensiver Tag. Und wir sind gerade auf der Suche nach einem Eingang. Hier, ich zeig euch das mal. Und uns erwartet hier, oder euch, uns, ja, ein Riesenbunker aus der Zeit des Kalten Krieges. Also diesmal keine zweite Weltkriegsgeschichten. Wir haben gerade jemanden kennengelernt, der hat seinem Sohnemann quasi die Anlage von außen gezeigt. Und der hat uns ein bisschen was dazu erzählt. Der hat nämlich da gearbeitet, jahrelang. Und angeblich soll es da noch radioaktive Strahlung geben. Deswegen weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist, da reinzugehen. Naja, aber erstmal müssen wir schauen, ob es hier überhaupt eine Möglichkeit gibt, reinzugehen. Schaut euch das mal an. Warum kommen wir da nicht rein? Das Haus hat Gardinen. Er ist bewohnt. Das hat Gardinen? Ja. Dann müssen wir noch weiter, ne? Okay. Das wäre natürlich hier perfekt gewesen heute. Aber es scheint, dass dieses Haus noch bewohnt ist. Oder auf jeden Fall belebt. Also von daher gehen wir mal hier über diesen den Löschteich herum und hoffen, dass wir da gleich einen Eingang finden, wo wir nicht erwischt werden. Bis Leute, hört ihr das? Das Gelände ist auf jeden Fall noch bewacht und es ist ein Wachhund drauf. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Auf jeden Fall haben wir hier schon den ersten Hangar entdeckt und ich hoffe mal, dass wir da reinkommen. Auf jeden Fall weiß der Hund schon, dass wir da sind. Einladung, oder? Das ist doch eine Einladung. Da können wir gar nicht Nein sagen. Und hier waren noch schon einige vor uns. So, ab hier strikte Funktrennung. Funkstille meine ich. Groß. Wir gehen davon aus, dass das ein Flugzeughangar ist. Und es soll hier auch noch einen riesigen Atomschutzbunker geben. Oh
Uns jetzt auf dem Hangar oben drauf befinden. Stopp. Ja, ich sehe die Tür. Ich will mir aber trotzdem erstmal eine Übersicht schaffen. Da vorne ist, glaube ich, der Eingang. Und da sind die riesigen Bunkertüren, Leute. Da ist der Bunker. Da ist die Bunkertür. Greifnah. Wir befinden uns nicht auf den Flugzeughallen. Wir befinden uns mitten auf dem Bunker. Ihr seht die Türen da unten. Und das ist das Areal. Aber wie kommen wir da rein, ohne dass wir gesehen werden? Schaut euch das mal an. Da ist die Verladerampe. Da wurden die Sprengköpfe angeliefert. Das sieht da vorne ist ein Eingang. Ja, müssen wir jetzt runter. Hier ist zu steil, oder? Als sonst werden wir uns nicht die Menge Zeit nehmen, sondern wir müssen relativ schnell hier wieder raus sein. Wow. Unfassbar. Leute, schaut euch das bitte an. Ein Riesending. Angeblich hochaktiv.
Wir gehen auch ganz schnell wieder hier raus. Ganz schnell wieder hier raus. Schaut euch das bitte an. So. Das muss auch schon genug sein. Der Mensch, der hier gearbeitet hat, hat gesagt, das ist wohl noch atombelastet. Ob das stimmt, ja oder nein, mag ich nicht bezweifeln oder bestätigen. Aber Fakt ist, wir haben keinen Geigerzähler dabei. Und deswegen gehen wir so schnell wie möglich wieder raus. Leute, wir sind nochmal nach oben gegangen, weil oben war auch noch eine Etage. Wie gesagt, seht es uns nach, dass wir uns beeilen. Weil wir wollen nicht erwischt werden. So, und raus. Ja, komm. Ja, ich komme. Er hat was gehört. So, Taschenlampe aus. Da hinten sind Kameras. Passieren. Jetzt ganz entspannt. Okay. So, nochmal der Blick zurück. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Random Life und Alessandro. Ja. Komm, wir sind raus. Wirklich jetzt raus. Oh ja, jetzt ist alles egal. Boah, komm her. Sind die 100?